5 Tage vor Konzertbeginn auf dem Berliner Maifeld, dem Ort der Show. Wie viele Schrauben braucht ihr denn, um das Ganze zu verschrauben? 12 Club Ratte und 1100 Quadratmeter. Schrecklich viel. Die Gigantomanie beginnt mit ein paar Brettern. Da klingelt das Telefon und ich muss schon wieder ans Telefon. Also das ist nicht alles Bühne, sondern wir müssen mit Kränen und Gabelstaplern und LKWs um diese Bühne rundherum fahren. Und um irgendwie nicht bis zu den Achsen im Rasen zu versinken, haben wir ganz viel 1000 Quadratmeter Holz ausgelegt. Und es wird jetzt gerade von den Jungs so mit Spaxen zusammengeschraubt, damit es nicht gleich auseinanderfällt, wenn der erste Traktor rübergeht und kommt gleich wieder. Local Crew. Wir bauen auf und machen Sicherheitsarbeiten, die Zäune aufstellen. Ja, alle möglichen Arbeiten, die anfallen. Rumfahren, Leute besorgen, Runner, Shuttle. Letzte Lagebesprechung auf Chefebene. Alle sind da, der örtliche Veranstalter, Leute vom Sicherheitsdienst und von den Verkehrsbetrieben. Auch der Polizeidirektor und der Verwalter des Maifeldes. Neben dem Olympiastadion auf dem Maifeld finden mehr als 100.000 Menschen Platz. Zweimal erst hat ein großes Popkonzert hier stattgefunden. Für Pink Floyd sind bereits mehr als 60.000 Tickets verkauft. Was aussieht wie Container für Asylanten, erweist sich als Aufenthaltsräume für die Band. Teppiche haben sie, Duschen haben sie, eigene Verpflegung, also getrennt von der restlichen Verpflegung. Alles Mögliche. Ja, Masseuse und so bestimmt auch. Ein Konzert dieser Größenordnung auf das Maifeld und gleichsam auf die grüne Wiese zu stellen, bedeutet eine enorme Herausforderung für alle, die an der Organisation beteiligt sind. Im Maifeld ist immer was Besonderes, weil da existiert ja eigentlich nichts. Das heißt, man muss alles herbringen. Man muss also nicht mal das Wasser an die richtigen Stellen bringen, man muss den Strom an die richtigen Stellen bringen. Das Maifeld hat in dem Fall eigentlich keine Infrastruktur. Die ganzen Garderoben, Quartiere, Büros, Telefone werden auch nur dafür gelegt. Die Wege müssen beleuchtet werden. Dann gehört natürlich auch immer, so eine Art Workshop dazu. Also ein Schweißanklempner vor Ort. Was also alles passieren kann, was nicht eingeplant ist. Jedes Mal ist es faszinierend, wenn man sieht, in welcher kurzen Zeit diese immensen Aufbauten hier durchgeführt werden und welche Logistik dazu gehört. Das ist schon erstaunlich. Ich glaube, das ist der Gigantismus, der von dieser Gruppe ausgeht. Das sehen ja vielleicht die Musik auch, aber der Gigantismus, diese extraordinäre Show, die er macht, an und für sich, die Leute anzieht. Das ist ja nicht ein unerheblicher Preis, der zu zahlen ist. Und Sie sehen ja auch, die Aufbauten sind entsprechend. Es wird sich wieder einiges abspielen. Guten Tag, Berlin-Ticket, Kartenservice. 3 Tage vor dem Konzert läuft der Vorverkauf noch immer auf Hochtouren, trotz der 62 Mark pro Karte. Spürt man in den Szene-Plattenläden eigentlich auch das Interesse an dem kommenden Konzert? Pink Floyd muss ich mal gucken. Warte mal. Ich glaube, musst du mal nach vorne reingucken, nein, zweiten. Im zweiten? Mhm. Ja, hier. Ja. Auf welcher Musik stehst du denn? Also im Moment mehr auf Techno. Hab die alten Scheiben im Moment nicht mehr hören. Gehst du zum Pink Floyd-Konzert? Was hältst du da von der Gruppe? War mal ganz gut, ist mir zu bombastisch geworden. Die machen einen riesigen Aufwand, aber die Musik ist im Grunde genommen immer dasselbe jetzt in letzter Zeit. Naja, also ich bin mit der Band aufgewachsen, kann man sagen. So ein bisschen Nostalgie, denke ich mir, und eine gute Show erwartet natürlich.
Wetterumschwung. 2 Tage vor dem Konzert. Und noch immer karren die Laster schweres Material heran. 250 Tonnen Stahlrohre werden verarbeitet sein, bis der Bühnenaufbau endgültig steht. Falls es so weiter regnet, wird der Boden diesem Gewicht standhalten? Schon einmal in den USA musste ein Konzert wegen schlechten Wetters unterbrochen werden. Pink Floyd waren schon immer berüchtigt für ihre gigantischen Bühnenkonstruktionen. Wird die Band auch diesmal ihrem Ruf gerecht? Wie zu erwarten, ist ein genauerer Blick hinter die Kulissen zu diesem Zeitpunkt nicht erlaubt. Ja, da muss ich dich jetzt hier leider entlassen, weil zwecks Filmverbot und so. Wir dürfen hier keinen Ruf nehmen, weil es wäre die ganze Überraschung weg für das Publikum. Tut mir schrecklich traurig. Von weitem aber lassen sich die Ausmaße der Bühne schon erahnen. Im Büro des örtlichen Veranstalters laufen die Drähte heiß. Zusätzliche VIPs wollen Freikarten. Hartnäckige Fans werden abgewimmelt. Neuestes Pressematerial geht raus. Das Nervenkostüm wird dünn. Ja, aber hier nicht. Wir haben zu viel zu tun, das stört nur. Wir möchten das wirklich nicht haben. Ich würde mal die Bühne etwa auf 200 Tonnen. Das ist ja nun auch schon, also Bühne und zusätzliche Aufbauten. Sie sehen ja, wir haben auch nicht alles verbaut, weil wir haben immer etwas mehr Material dabei, als wir nun de facto einsetzen müssen, da, um auf irgendwelche Eventualfälle vorbereitet zu sein. Und dann die Anlage, naja, Gewicht kann ich auch da schwer schätzen. Ich weiß, dass es etwa 200.000 Watt sind. Mit dieser Quadrophonie-Beschallung, die ja sehr beeindruckend ist, die auch ganz typisch ist für Pink Floyd. Und dann gibt es halt jede Menge Licht, alles computergesteuert. Hier hinten wird also eine große runde Leinwand im ersten Teil der Show liegen und im zweiten Teil dann hochgezogen. Es sind also einige Spezialeffekte da, die sehr schön sind und die ich aber jetzt natürlich nicht verraten möchte. Ein Tag vor dem Konzert. Die Showmaschinerie verhüllt sich. Backstage sind jetzt sämtliche Container der Band verhängt, als Schutz vor neugierigen Blicken. Die Sicherheitsvorkehrungen für das Eintreffen der Musiker werden besprochen. Jetzt dürfen nur noch Crewmitglieder das Gelände betreten. Warum schirmt Pink Floyd sich so ab? Der Chef der privaten Sicherheitsfirma kann darüber nur Vermutungen anstellen. Also ich kann nur versuchen, mich in die Rolle oder in die Situation der Leute zu versetzen. Ich wäre auch froh, wenn ich fast jeden Tag so ein Theater um mich herum hätte, dass ich so viel wie möglich Privatsphäre mir aufrechterhalten kann. Und manchmal wird es schlimmer geschildert, als es eigentlich ist. Also es gibt genügend Künstler, die wirklich den Kontakt zum Publikum auch suchen. So Leute wie Bruce Springsteen zum Beispiel, der ist ins Volk gegangen, der ist durch den Wald in die Waldbühne gelaufen. Es hat ihn überhaupt nicht interessiert, was sein Security-Mann da von ihm wollte. Der hat sich einfach drüber hinweggesetzt. Aber ich denke mal, in dem Alter, die sind ja nun wahrscheinlich so in meinem Alter, so Mitte 40, dürften die Herren alle sein. Über 50, da bin ich ja nur ein Teenager dagegen. Also ich würde dann auch sagen, also alles von mir halten, ist ein Job. Ne? Und Job und Freizeit sollte man trennen. Das können wir hier, dann ist halt hier durch die, wie gesagt, die Kräne haben halt, deshalb mussten wir hier zum Beispiel allein 10.000 Quadratmeter Schichtholz haben wir hier ausgelegt, damit wir überhaupt erstmal diesen doch noch fast heiligen Rasen ohne größere Schäden befahren können. Da vorne steht also eine große selbstfahrende Arbeitsbühne, die geht bis auf 30 Meter hoch. Mit der und mit den beiden Krähen wird halt dieser ganze Bogen eigentlich aufgebaut in einer Arbeit von etwa einem Tag. Das sind etwa 23 Meter, das Ganze. Das ist die höchste Höhe des Aufbaus. Sie sehen, die Bühne selber ist sehr niedrig, die ist nur 90 Zentimeter hoch. Das bleibt natürlich nicht so, sondern da werden halt mit der Produktion jede Menge Podestchen, eigentlich noch mal eine zweite Bühne mitgebracht, die auf die vorhandene draufgestellt wird. In die sind halt auch noch mal
drehbare Beleuchtungskörper, die Laseranlagen integriert, das bringen die einfach, da haben die mit der Produktion dabei. Auch Sicherheit ist käuflich und teuer im Showgeschäft. Englisch auch hier die Fachsprache. Die Aufstockung der Second Barrier ist mitverarbeitet. 15 Mann Second Barrier. Es sei denn, es kommt in den nächsten 3-4 Stunden noch was. Ich hoffe nicht. 250 Ordner sind engagiert, um den Einlass zu kontrollieren und Absperrungen zu sichern. Ich fahre ja nachher nochmal vorbei, da auf dem Weg zum Kino. Also bringst du Überraschung mit? Ja. Nein. Ansonsten alle Positionen verarbeitet, alle Mitarbeiter sind eingeteilt. Wir könnten gleich morgen loslegen. Also wir verpflegen die Aufbauhelfer, die dabei sind. Das sind täglich so 170 Leute. Und beim Abbau nachher nachts, nach der Show, werden wir so 230 Leute ungefähr verpflegen, die den ganzen Abbau machen. Und ich gehe täglich mehrfach einkaufen im Großmarkt. Weil die Jungs, die haben natürlich, weil sie schwer arbeiten, noch viel Hunger und viel Durst. Die englische Tourcrew trifft ein. Weitere 300 Leute. Die Absperrungen werden nochmals verstärkt. 15 Tonner kommen an. Ihre Ladung? Die Möbel für die Aufenthaltsräume der Stars. Stühle, Sofas, eine Küche. So glanzvoll wie auf der Bühne ist das Leben dahinter nicht. Ja, und jetzt warten wir eigentlich nur noch auf die sogenannte Produktion, das heißt die LKWs, die Licht- und Tonanlage, die ganzen Spezialeffekte bringt. Die hatten gestern ein Konzert in Wien und sind jetzt wahrscheinlich irgendwo zwischen Nürnberg und hier. Und wenn die ankommen, dann werden wir mit 100 Leuten, örtlichen Leuten zusätzlich, das entladen und den Großteil der Nacht über hier aufbauen. Für das Berliner Konzert, das sind 24 Produktions-LKWs und 12 Bühnen-LKWs, sprich insgesamt 36. Aber es gibt ja noch zwei andere Bühnen. So wie es hier, wie hier eine steht, wird heute in Wien eine abgebaut. Und die nächste wird ab heute schon in Gelsenkirchen für unser nächstes und dann letztes Deutschlandkonzert wieder aufgebaut. Das heißt insgesamt sind 36 und 60 LKWs. Aber von denen, wie gesagt, kommen nur 36 hier nach Berlin, beziehungsweise sind ja zum Teil auch schon da. Da sind sie. 36 mal 20 Tonnen Bühnenausrüstung. Alles streng geheim. Ihr computergesteuertes Mischpult, neueste Lasertechnologie, Videoprojektoren, Instrumente. Das Equipment für die überdimensionale Multimedia-Show von Pink Floyd. Lissabon, London, Wien, Berlin. Bis jetzt 12.000 Kilometer auf der Straße. Tourneeleben heißt Leben im LKW. Oh, hey, hello. Hi. That's Joe up there. So, and you're sleeping in this van as well? Well, oh, we do everything in this van. It's our home. This is a Scania. Oh, I saw with that. With a Yonkee buddy. It's driven by Mr. Chris Barker, top driver. Very nice haircut. Der Bus mit der Küchenmannschaft fährt vor. This is the caterers. These are the people who do all our cooking for us. 300 people. Immer mit dabei, der Tross mit T-Shirts, Kappen, Programmheften, das Merchandising. Ein wichtiger Teil des Wirtschaftsunternehmens Pink Floyd. Sell it,
see the stands over there, there, all the way around. They're ours, and we sell from the stands. Überall wird es Verkaufsstände geben. Das Rockgeschäft, eine Männerwelt. Frauen sind rar hinter den Kulissen. Die Jungs müssen über Wochen alleine miteinander klarkommen. Er liebt das. Eine einzige Pink Floyd Show kostet rund 4 Millionen Mark in jeder Stadt. Die Spanne für den Veranstalter ist enorm gesunken und oft genug, ich meine zum Beispiel bei so einem Konzert, das kann ich auch sagen, hier, wo ich glaube etwa zwischen 60.000 und 65.000 Leute kommen sollen, was ich gehört habe, sind wir damit gerade eigentlich aus den roten Zahlen raus. Schon mehrere Stunden vor Konzertbeginn treffen die ersten Fans ein. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben 55 zusätzliche Busse eingesetzt. Jedes Ticket ist gleichzeitig ein Freifahrschein. Trotzdem sind alle nur möglichen Parkplätze im weiten Umfeld besetzt. Frau Altenkirch! Aufrufen der Ordnungskräfte. Frau Anlauf! Im Hintergrund der erste Soundcheck. Frau Kratzkowski! Herr Köhler! Ja. Herr Diem! Hier! Frau Grobler! Ja. Herr Schmutzler! Ja. Herr Hohn! Ja. Ja, und im 2 haben Sie jetzt schon Erkenntnisse, warum sich der Einlass verzögert kommen? Die Kommandozentrale der Polizei hoch über dem Maifeld. Über 100 Beamte sind für den heutigen Abend zusätzlich im Dienst. Während die ersten Fans rennen, um sich einen Platz nah an der Bühne zu sichern, trifft Backstage die Band ein. Denn ich muss ja, da gibt es ja Vorschriften für solche Veranstaltungen innen und außen, welche Durchlasskapazität ich haben muss, nicht, für Fluchtfälle und so. Sie sehen ja, wir haben da hinten auch noch die Treppen. Ja. Nicht, man kann nach hinten, rechts und links auch noch dann hier von der Wiese. Aber Sie werden nachher sehen, wenn da 60.000 drauf sind, gibt es immer noch grüne Flächen. Die Wiese ist wirklich so groß, dass man sagt, da ist noch ein bisschen Bewegungsspielraum in sich noch drin, nicht? Doch noch sonnige Stimmung in den frühen Abendstunden. Hochgefühle bei Veranstaltern und Publikum. Alle Prognosen wurden noch übertroffen. Über 70.000 Menschen sind in den letzten 2 Stunden auf das Maifeld geströmt. Noch hat das Konzert nicht begonnen. 200.000 Watt werden später den Sound von Pink Floyd weit in die Umgebung des Maifeldes tragen. Schallmessungen der Behörden während des Konzertes verhindern nicht, dass die zulässigen Dezibel-Grenzwerte überschritten werden. Die Strafe von bis zu 50.000 Mark ist laut Polizei in der Kalkulation des Auftritts inbegriffen. Zufrieden mit Wetter und Zuschauerzahl zeigt sich auch der Schlagzeuger von Pink Floyd, Nick Mason.
it's nice evening, which is, I think, important since we're all outside. And it looks like a great crowd. Should be nice. Noch lagert man, später wird nur noch gestanden, dicht an dicht. Das Mischpult, dreistöckig und computergesteuert. Ganz oben die Videoprojektoren. Pünktlich auf die Minute, ohne Vorwarnung und ohne Vorgruppe, beginnt schließlich die Show. Richtig sichtbar geworden sind Nick Mason, David Gilmour und Rick Wright den meisten Zuschauern auch während des Konzertes nicht. Und schon gar nicht die Tänzerinnen. Zu bombastisch war die Bühne, zu weit der Raum. Doch der Sound war sehr gut und das Lichtspektakel mit Feuerwerk und Laserkanonen ein ziemliches Vergnügen. Thank you.
Schlag 23 Uhr ist alles vorbei. Etwa 2 Stunden wird es dauern, bis die Massen das Feld verlassen haben. Die allerletzten, die eigentlich auf dem Gelände übernachten wollen, wird schließlich die Polizei aufsammeln. Die Bilanz der Polizei? Keine Panik, keine Verletzten, nur ein paar Betrunkene und Ohnmächtige. Während die Zuschauer abziehen, beginnt schon der Abbau der Bühne, die ganze Nacht durch. In 2 Tagen werden alle Spuren des Konzerts beseitigt sein, wird sich der Pink Floyd-Tross bereits anderswo für ein paar Tage niedergelassen haben. Die Beamten der Berliner Verkehrsbetriebe machen Sonderschichten. Zusätzliche Fahrten im 3-Minuten-Takt bringen die Konzertbesucher in die Berliner City. Welche Dame möchte denn noch mit dir? Darf ich noch mit? Na gut, die nehmen wir dann auch noch mit. So, möchten Sie auch noch reinsteigen? Ja, ich bin. Bitte schön. So, jetzt aber, ja? Und tschüss. Schönen Feierabend. Ja, auch, naja.